herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben gerade Ferien, endlich einfach. Und zwar Osterferien. Also wir haben hier in Spanien eine Woche Ferien. Und zwar wollte ich heute nochmal so durch meinen Tag ein bisschen mitnehmen. Also ich habe heute geplant, mit einer anderen Austauschschülerin, mit Irene, in die Stadt zu fahren. Und ja, genau. Dann werden wir einfach mal schauen, was wir so machen wollen. Ich nehme euch auf jeden Fall mit. Und ja, dann würde ich sagen, mache ich mich jetzt auch demnächst mal auf den Weg. Hi, also ich bin jetzt gerade bei der Bushaltestelle und ich warte auf den Bus, also der müsste so in 5 Minuten kommen, circa. Und ja, aber es ist einfach so gutes Wetter, oh mein Gott, es sind so 20 Grad circa und so die Sonne ist so voll warm und nicht so. Also eigentlich brauche ich meine Jacke gar nicht, ich habe sie trotzdem lieber mitgenommen. Hi! Okay, also wir haben uns jetzt gerade ein Eis gekauft, Oreo und Lion. Und wir gehen jetzt ein bisschen im Park spazieren. Und ja! Also, ich bin jetzt gerade wieder zurückgekommen mit dem Bus. Es ist 8:30 und es ist einfach immer noch hell draußen. Voll nice, so an sich. Und ja, ich gehe jetzt das Boot kaufen für meine Gastfamilie. Und ja. Okay, also ich habe jetzt das Boot gekauft und ich gehe jetzt wieder nach Hause. Okay, also ich bin jetzt wieder zurück. Es gibt dann auch gleich Armboot. Und ja, meistens gucke ich dann abends hier noch mit meiner Gastfamilie, also mit der Gastmutter und den beiden Gastbrüdern gucken wir noch Filme zusammen abends. Aber nochmal so zum Tag heute. Also ich habe das ja auch gefilmt, aber wir sind auf diesem Turm raufgegangen und beziehungsweise halt hochgefahren. Es war eigentlich ganz cool. Also das war das erste Mal, dass wir so Madrid so richtig von oben gesehen haben. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und genau, das war eigentlich ein ganz schöner Tag und dann werde ich mal schauen, was ich noch so die nächsten Tage mache. Also das ist so, wie so meine Ferien aussehen. Also so einige Tage mache ich halt was mit Freunden oder mit meiner Gastfamilie hatte ich auch schon was gemacht. Und sonst war ich auch einfach oft spazieren oder so. Und ja, also wir haben ja jetzt auch noch ein paar Tage Ferien. Ach so, genau. Und ich habe ganz vergessen, wenn ich gerade sowieso schon dabei bin, wollte ich euch noch mal kurz so ein bisschen was über Ostern in Spanien erzählen. Also und zwar, ich habe das Gefühl, es wird hier halt insgesamt nicht so doll gefeiert. Also halt, wenn man es mit Deutschland vergleicht. Es gibt zum Beispiel kein Osterfeuer so und so. In Deutschland hängen ja auch für viele Leute so Ostereier in den Garten so mäßig. Und da habe ich auch einfach nichts gesehen. Und dann zum Beispiel auch so süßigkeitenmäßig, also halt so Schokoladenostereier, Osterhasen, so was auch immer alles gibt, habe ich auch nicht so wirklich gesehen. Also in meiner Gastfamilie haben wir das gar nicht gegessen. Ich glaube, das ist ja auch generell einfach nicht so üblich. Also in den Läden kann man das schon kaufen, aber wirklich wenig. Ich habe zum Beispiel auch keine Osterhasen gesehen, die man kaufen kann. Und ich glaube, es ist ja auch nicht so, dass hier so Ostereier gesammelt werden. Genau, deswegen ist das halt schon anders, was hier aber sehr stark gefeiert wird. Also erstmal generell, Spanien ist ja ein sehr katholisches Land auch und Ostern wird hier dann halt sehr religiös gefeiert, also so mit Kirche und so. Und was halt so typisch ist, sind so Osterprozessionen. Das ist wie so Paraden, also ich glaube, es sind so halt die ganze Osterwoche so jeden Tag.
Ich habe es leider nicht geschafft, mir die anzugucken, aber man kann sich das im Prinzip so vorstellen, dass sich Leute halt so religiös verkleiden. Ich glaube auch als Jesus, und dann tragen die auch so ein Kreuz rum, und das ist dann einfach wie so eine Parade, die durch die Stadt zieht, die man sich dann angucken kann. Ja, das ist so, wie man hier Ostern feiert. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, wenn ihr noch Lust habt, mehr Videos davon zu sehen, findet ihr so generell über das Thema Austausch und Auslandsjahr und so, dann findet ihr hier auf dem YouTube-Kanal oder auf TikTok, Insta und so weiter noch viel mehr. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.